Willkommen in der Technik-Videowelt. Jeder von euch kennt es. Man kriegt ungeliebte Anrufe von unbekannten Nummern. Wie genau man diese blockieren kann auf eurem Huawei, das zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Videowelt. Mein Name ist André und ich zeige euch heute, wie ihr unbeliebte Anrufe auf eurem Huawei blockieren könnt. Und zwar hat Huawei sich dafür ja eine schöne App entwickeln lassen namens Optimizer. Und da gehen wir auch einmal drauf und die könnt ihr immer sofort erkennen an dem blauen Schild. Jetzt fällt euch auf, wenn wir reingehen, dass das Display in zwei Bereiche aufgeteilt ist. Einmal oben für den Batteriezustand und einmal unten zwei Reiter, A3 Menüpunkte, die wir uns mal angucken können, wenn ihr wollt. Und zwar haben wir einmal Bereinigen, den Batteriezustand, die Datennutzung, die Dropzone, das ist für energiefressende Apps, dort guckt er dann, was er optimieren kann. Und der Punkt, der uns interessiert, ist Blockieren. Dort gehen wir jetzt einmal rauf und nun werden wir feststellen, dass wir zwei Auswahlmöglichkeiten haben. Einmal die Regeln zur Anrufblockierung und das andere die Regeln zur Nachrichtenblockierung. Wir kümmern uns jetzt in erster Linie um die Anrufblockierung und gehen dort einmal rauf und stellen fest, dass wir drei Auswahlmöglichkeiten haben. Und zwar einmal die angehenden Anrufe blockieren, Fremde blockieren, private und unterdrückte Nummern blockieren. Bei eingehenden Anrufe blockieren ist es dann egal, ob ihr den Kontakt im Telefonbuch habt, in WhatsApp oder sonstiges oder den Kontakt gar nicht kennt. Jeder Anruf, der kommt, wird blockiert. Egal wer es ist. Deswegen aktivieren wir das mal und ihr seht sofort, beide werden ausgegraut, damit wir wissen, okay, da darf ich jetzt nicht mehr raufklicken. Und ihr seht, es passiert auch nichts. Dann Fremde blockieren. Was heißt Fremde blockieren? Wir machen das mal an. Fremde blockieren bedeutet, alle blockieren, beziehungsweise alle Anrufe blockieren, die nicht in meinem Telefonbuch hinterlegt sind. Sprich, wenn meine Mutter mich von einer neuen Nummer anruft, die noch nicht in meinem Telefonbuch hinterlegt ist, kann sie mich nicht anrufen. Dann wird einfach das Besetzzeichen kommen und das war's. Speichere ich die Nummer dann in mein Telefonbuch ein, dann wird meine Mutter mich wieder ganz normal erreichen können. Das nehmen wir aber jetzt mal raus. Was uns ja persönlich wirklich interessiert, ist ja private und unterdrückte Nummern blockieren. Das machen wir an und schon könnten Leute, die uns zum Beispiel mit Sternchen 31 Raute anrufen, um die Nummer zu unterdrücken, bei uns nicht mehr durchkommen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, hinterlasst gerne ein Like, einen Kommentar, teilt das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Leider war es das schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eigene Themen oder Vorschläge habt, vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge, schreibt sie uns in den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Thank you.